Vielleicht kennst du die Situation. Du hattest einen tollen Abend mit deiner Frau. Du begleitest sie nach Hause und vor der Haustür fragst du dich jetzt, okay, wie komme ich jetzt mit nach oben? Was mache ich jetzt? Was sage ich? Ohne dass es komisch wirkt. In diesem Video bekommst du den einen Satz, der es dir erlaubt, zu ihr mit nach oben zu gehen und euch beiden ermöglicht, den Rest dieser Nacht gemeinsam zu verbringen. Und zwar ohne Manipulation, ohne Tricks, sondern indem du ihr dabei hilfst. Das heißt, du musst dich nicht verstellen, du musst kein Arschloch sein, sondern du darfst ein guter Mann sein. Mein Name ist Andy Friday und auf diesem Kanal lernst du die Kunst der Verführung für Männer mit Herz. Natürlich kannst du sie auch einfach fragen, kann ich mit nach oben kommen? Aber es ist wichtig, eine Sache zu verstehen, denn Frauen machen Dinge nicht einfach so. Frauen brauchen oft einen Grund. Eine kleine süße Anekdote, damit du verstehst, wie das Sinn macht, und dann bekommst du auch direkt den Satz. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn Frauen etwas bei mir vergessen. Es sind meist Kleinigkeiten, ein Ohrring, eine Halskette oder auch ein Pulli. Und warum leihen sich Frauen gerne ein T-Shirt von dir aus, wenn sie bei dir übernachtet hat? Für wen das noch nicht passiert ist, abonniere den Kanal, dann sorgen wir dafür gemeinsam. Neulich war eine Frau bei mir zu Gast. Eine wunderschöne und intelligente Person. Anwaltsgehilfin. Weil sie sich bei mir verabschieden wollte, war das leider bisher ihr letzter Besuch. Sie kam, um sich zu verabschieden. Ein paar Tage später musste sie mit dem Flieger auf einen ganz anderen Kontinent, um dort die nächsten 6 Monate zu verbringen. Also hat sie sich für meine Bücher interessiert und sich prompt aus meinem Bücherschrank ein Buch ausgeliehen, damit sie während ihrem Aufenthalt etwas zu lesen hat. Natürlich habe ich sie später auch gefragt, ob sie es gelesen hat, aber natürlich kam sie dazu nicht. Das ist keine Seltenheit und es ist ehrlich gesagt wunderschön, weil es zeigt, wie Frauen denken. Da kann ich auch Frauen recht gut nachvollziehen. Wir Männer sind manchmal genauso süß. Wir sind gutgläubig und denken, alles klar, sie hat etwas hier vergessen. Sie will etwas ausleihen. Wir denken nicht mal daran, dass sie das absichtlich gemacht haben könnte. Aber das hat sie. Sie tut das, um einen Vorwand zu haben, dich wiederzusehen, weil sie dich mag. Und das ist die Sprache von Frauen. Diskret und indirekt. Wenn du ihre Sprache verstehst und selber sprechen kannst, dann weißt du auch, wie leicht Verführung fließen kann. Auch wenn der Grund trivial ist. Wenn du sie nach einem Date nach Hause begleitest, braucht sie einen Grund, dich mit nach oben zu nehmen. Etwas, das die Spannung, ob zwischen euch heute noch etwas passieren wird oder nicht, am Leben hält. Sie möchte nicht gelangweilt werden. Sie möchte jeden Schritt dieser gemeinsamen Reise auskosten. Und dazu gehört auch dieses große Fragezeichen. Mag er mich? Mag er mich nicht? Wird etwas heute zwischen uns passieren? Oder wird es das nicht? Das ist der Nervenkitzel, den Frauen lieben und den wir ebenfalls schön finden. Die wirklich mutigen Frauen, die werden dich auch einfach fragen, möchtest du mir nach oben kommen? Aber für den Fall, dass sie das nicht tut, frag sie einfach, darf ich kurz deine Toilette benutzen? Ich muss schon die ganze Zeit. Und wenn du bisher ein Gentleman warst und sie dich da behalten möchte, dann wird sie natürlich ja sagen. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, indem du ihr diesen Satz gesagt hast, hast du ihr damit geholfen. Einfach nur eine schnelle Nummer und dann nie wiedersehen, das wollen wir alle nicht, das ist klar. Solltest du sie also ganz direkt fragen, ob du mit nach oben kannst, wird sie das wahrscheinlich so verstehen, dass du nur auf Sex aus bist. Aber das stimmt nicht, das wissen wir. Wir wollen eine tiefe Verbindung. Aber auch für eine tiefe Verbindung müssen wir Zeit miteinander verbringen. Und mit dieser Frage hat sie nun einen Grund, dich mit nach oben einzuladen und dort gemeinsam mehr Zeit zu verbringen. Nicht nur bist du damit ein einfühlsamer und empathischer Kerl, sondern du beweist im selben Atemzug auch, dass du verdammt attraktiv bist. Warum? Es zeigt Unabhängigkeit. Du bist von keinem Ergebnis abhängig. Du willst einfach nur jeden Augenblick mit ihr genießen und du stellst keine Anforderungen. Du willst einfach nur die Zeit genießen, die ihr habt, ohne Erwartungen. Und das lässt die Sache einfach fließen, ohne Druck. Aber meistens bietet sie dir, sobald ihr oben seid, sowieso etwas zu trinken an, weil sie dich mag. Und damit es nun weiter zwischen euch beiden fließen kann, ist es wichtig, dass du die Sprache von Frauen verstehen kannst. Und wenn du nicht sicher bist, ob eine Frau dich mag, dann gibt es ein paar geheime Zeichen, die eine Frau aussendet, wenn sie dich attraktiv findet. Und was diese Zeichen sind, das bekommst du in diesem Video.